Geschäftsführer, dem Herrn Sievering vom Ford Fun vor der Neuheit Thunderbird. Erstmal Glückwunsch zu dem Geschäft, also zur Eröffnung. Und ja, wir sind gerade schon gefahren. War auf jeden Fall eine mega coole Fahrt. Okay, nach wie vielen Jahren ist denn die Neuheit hier jetzt erstmal zugelassen? Ja, hier im Familienpark. Ja, wir haben die Begrenzung ab 1,20 Meter. Man kann so sagen, zwischen 8 und 10 Jahren sind die Kinder da. Also fast genau in unserer Zielgruppe ist vielleicht eins der ersten über Kopffahrgeschäfte, die Kleinen machen können bei uns. Ja. Wie seid ihr auf dieses Geschäft gekommen? Also uns war wichtig, dass wir ein Fahrgeschäft finden, das zu unserer Hauptzielgruppe passt. Mhm. Die Hauptzielgruppe bei uns ist die Familie mit Kindern von 5, 6 ja. bis 12. Aber auch ein bisschen unsere Zielgruppe etwas erweitern an den Rändern. Also dass wir auch nach höheren, also ältere Kinder, Familien mit älteren Kindern, mit Teenagern und auch vielleicht ein paar junge Erwachsene damit glücklich machen. Und es sollte von außen auch eine schöne Geschichte werden. Ja. Und das haben wir, glaube ich, hier mit erreicht. Also nicht nur, wenn man drin sitzt, sondern auch, wenn man draußen rumsitzt, hat man eine schöne Erfahrung. Und gerade, wenn wir jetzt gerade über die 1,20 gesprochen haben, man sieht hier die Kleinen, wenn sie am Zaun stehen und wenn sie die großen Vögel sich angucken, und wenn sie sich dann reintrauen und dann wieder rauskommen, weil das Fahrgefühl ist zwar schon über Kopf, aber nicht so extrem, wie man sich das vielleicht vorstellt. Es ist eine sehr runde Fahrt, sehr amüsante Fahrt. Und da sieht man, wie das Adrenalin dann einmal in den Kopf gestiegen ist und dann diese Erleichterung, weil man es geschafft hat. Und es war wirklich mutig. Ja. Und dann das ist Lachen auf den Kindergesichtern. Das ist wirklich unheimlich toll. Und das haben wir die letzten 3 Tage jetzt schon oft gesehen. Wir haben erst intern im Team überlegt, wo soll die Zielgruppe liegen, was machen wir, wo soll ungefähr der Standort des Fahrgeschäftes sein. Dann haben wir innerhalb der Looping-Gruppe einen Development-Komitee, mit dem wir eng zusammenarbeiten. Mhm. Dort haben wir mehrere Fahrgeschäfte nebeneinander gelegt. Und dann kamen wir auf Bagatelle. Die Bagatelle-Jungs haben schon einen Air Race, zwar ja. den 6.4, den größeren. Und den habe ich mir dann angeschaut. Und dann habe ich gesagt, irgendwie passt das nicht, weil es sind Flugzeuge. Und dann haben wir mit Herrn Berler gesprochen. Und innerhalb von 3 Tagen kam diese Idee mit den Vögeln. Und dann gingen dann hier bei uns weiter, haben die Story uns entwickelt. Und diese Donnervögel sind wirklich mystische Wesen aus der indianischen Mythologie. Und dann war eben das war dann naheliegend, aus Vögeln dann die Thunderbirds zu machen. Ja. So einfach war es. Ja. Wir haben mehrere Sachen sich uns angeguckt. Wir haben nach einer großen Schaukel uns umgesehen, so ein Screaming Swing oder solche Sachen, die wir auch noch nicht haben in dem Sinne. Und, aber am Ende sind wir eben darauf gekommen, weil der Screaming Swing, die ganz großen Schaukeln, sind dann erst ab 1,40, 1,50 zugelassen. Und das ist eigentlich nicht das, was wir wollten. Also das passt nicht 100% nicht zu der Zielgruppe. Und wir haben wirklich auch gute Erfahrungen in Bagatelle mit dem Fahrgeschäft gemacht, sowohl von dem Service als auch mit der Herstellung. Die Zusammenarbeit mit St. Perla war super und es passt zur Zielgruppe. In Bagatelle ist es eigentlich genau. Ja, ich denke, damit soll es dieses kleine Interview gewesen sein. Danke, gerne, dass du da für uns da warst und wir verabschieden uns wieder. Drehen noch ein paar Runden und ihr sollt in Deutschland Neuheit auch mal testen. Ist auf jeden Fall ein super schönes Fahrgeschäft. Genau, kommt alle vorbei.